Der Hanepeter! Der Junge hieß Hanemann. Eigentlich hieß er ja Hans. Eines Tages fand Hanemann ein Ei. Aber es war kein richtiges Ei, sondern es war an einer Stelle nicht rund, sondern platt. Ganz platt. Ganz platt. Und zwar hatte er es in der platten Ecke gefunden. Wenn wo eine Schraube ist, dann muss man auch dran drehen. Wenn wo eine Schraube ist, dann muss man auch dran drehen. Wenn wo eine Schraube ist, dann muss man auch dran drehen. Darum drehte Hanemann dreimal rum. Und als Hanemann dreimal rumdrehte, tanzte der Hanepeter wie eine Balletöse. Ich will auch ins Paradies hinein. Ich weiß sogar hinzufinden, es ist gar nicht so weit. Anfangs wollte es ihm keiner glauben, aber er sagte es so lange, bis die Mutter mitging. Da wollten alle Kinder auch mit. Aber Hanemann wollte außer der kleinen Else niemanden mitnehmen. Denn Else war ein besonders feines Kind. Sie war groß und schlank und hatte Schleifchen, wo sie hinpasste und wo nicht. Und ihre Zöpfe waren ganz lang und dünn und sahen wie auf Draht gezogen aus. Deshalb mochte sie Hanemann auch so gern leiden. Und nun gingen die drei los. Hanemann, seine Mutter und die Else. Hanemann meinte, es wäre gar nicht so weit. Nur eben den Feldweg am Hause hinunter. Thank you.